Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. Wir müssen heute schon wieder mit der Questo anders weitermachen. Das heißt, wir müssen rein theoretisch nicht. Aber diese Woche ist ja jetzt das Kartoffelfest bei Mali reingekommen. Und da das nur eine einzige Woche da ist und wir dann wieder ein Jahr warten müssen, wäre es eigentlich ziemlich blöd, wenn ich das jetzt nicht machen würde, damit ich die Reihenfolge der Quests wahre. Ja, danach wird es dann, wenn wir das abgeschlossen haben, in Mistfall weitergehen. Aber wie ich schon gesagt hatte, möchte ich mich ja auch immer mal hier um die Stuten und die Fohlen kümmern, dass ich das auch irgendwie fertig bekomme. Das ist mit ein Grund, weshalb ich auch unbedingt in Mistfall weiter questen möchte. Denn die Stute in Dandal war ja mit als erstes da. Yay, es ist jetzt freundlich gesinnt. Das heißt, dafür kann ich mir jetzt auch Geld einsacken, ne? Ist es jetzt, kann ich mich jetzt abholen lassen oder geht das jetzt wieder nicht? Doch, das geht jetzt. Okay. Weil dann würde ich nämlich, glaube ich, gerade noch die beiden Quests abgeben. Dann reiten wir aus dieser Richtung zu Mali rüber. Was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Die Stute war ja mit als erstes da von allen, die sich in Dandal befindet. Und je nachdem, wann sie erschienen sind, wann sie reingekommen sind ins Spiel, verschwinden sie auch wieder. Zum Beispiel die Stuten, die letzte Woche reingekommen sind, sind am 8. Mai weg. Die, die jetzt diese Woche reingekommen sind, sind am 15. Mai weg. Und so weiter und so fort. Sorry, das ist mein Handy. Das ist mein WhatsApp-Sound. Ich habe von den ganz wichtigen Personen habe ich den Sound nicht ausgestellt, weil es da auch schon mal was Wichtiges sein könnte. So, ein freundliches Fohlen. Du hast dich also mit noch einem Fohlen angefreundet? Das höre ich gern. Hier ist deine Belohnung, wie versprochen. Jetzt reicht's aber mal langsam, Handy. Hä, aber ich bin mit dem anderen Fohlen auch befreundet. Ich habe mich doch jetzt mit dem aus, hier das beim Jorvik-Stall, mit dem habe ich mich doch auch schon angefreundet. Und jetzt habe ich mich eben mit dem in Veildale auch angefreundet. Eigentlich hätte ich doch jetzt 1000 Schillinge noch bekommen müssen, oder nicht? Jetzt blicke ich gar nichts mehr. Das ist komisch. Naja, vielleicht muss ich mich jetzt reloggen. Vielleicht ploppt die Quest einfach nicht zigmal hintereinander auf. Vielleicht muss ich mich jetzt reloggen, damit das Spiel merkt, oh, huch, da ist ja noch ein Fohlen, was sie mag. Weil das hatte ich nämlich noch nicht abgegeben. Dem hatten wir uns ja letzte Folge oder sogar vorletzte Folge angefreundet. Keine Ahnung, muss ich mal schauen. Wird sich schon irgendwie aufklären, hoffe ich doch. Wenn mir jetzt dadurch 500 Schillinge durch die Lappen gehen, wäre es natürlich ärgerlich. Weil 500 Schillinge, das ist schon eine ganz gute Menge. So, hier haben wir auch noch weitere Quests. Jetzt ist aber mal ruhig, Handy. Das ist schon eine nette Summe, definitiv. Jetzt reicht's aber mal bald hier. Und dass der Witz ist, ich weiß, dass es gerade die ganze Zeit eine Person ist, die mich hier gerade zuspammt. Warum büschen und die hat ihren VIP-Status weg, ne? Dann kommen von der keine Nachrichten mehr durch. So. Und da ist Marley mit seiner Kartoffelquest. Reife Kartoffeln. Howdy Tiffany, du bist sicherlich hier, um wie alle anderen am traditionellen Kartoffelanbau teilzunehmen, richtig? Es wird von Jahr zu Jahr beliebter. Warte mal, Cowboy, du weißt nicht, wovon ich rede? Die Kartoffelanbautradition haben wir, um zu feiern, dass der Frost endlich aus dem Boden gewichen ist und die wärmeren Zeiten endlich auf dem Weg sind. Nun können wir endlich wieder Dinge anpflanzen. Das erinnert mich an My Little Pony. Ich mache jetzt gleich mein Handy aus und block den Kerl. Das erinnert mich an My Little Pony, an diese... Die Ponys müssen ja selber den Winter wegschaffen, ne? Mit dem 3 months of winter, coolness, darkness. And awesome holidays, we've kept our hoofsies warm at home. Ich weiß nicht mehr, wie es weiterging. But the food we've stored is running out and we can't grow in this cold. And even though I love my boots, this fashion's getting old. Und dann räumen sie halt den Schnee weg und es ist halt Winter-Wrap-Up und, ne? Dann werden die neuen Pflanzen gesät.
Und dies feiern wir, indem wir die Kartoffeln ausgraben, die den kalten Winter überlebt haben. Ich weiß nicht, wie die Kartoffeln das schaffen, aber es muss irgendetwas mit der speziellen Erde hier auf Jorvik zu tun haben. Manchmal kann sie die Kartoffeln gigantisch groß und kältebeständig machen. Die Kartoffeln, die es durch den Winter schaffen, sind besonders köstlich und werden in dieser Gegend als Delikatesse angesehen. Danach pflanzen wir neue Kartoffeln in einem Reitwettbewerb ein, bei dem die mutigsten Reiter aus der Gegend gegeneinander antreten. Wenn ich dich richtig einschätze, wäre das doch sicherlich etwas für dich, oder? Aber reite fürs Erste zu den Kartoffelfeldern und grabe eine richtig große Kartoffel aus. Dann bringe ich dir bei, wie man die beste Ofenkartoffel der Welt backt. Hopp, hopp, Tiffany! Okay, bringt natürlich wieder alles nicht wirklich viel Erfahrungspunkte, ne? Wie alle neuen Quests und Event-Quests bringen eigentlich generell nicht wirklich viel Erfahrungspunkte. So, bei Event-Quests kann ich das eigentlich sogar verstehen, weil... Ach, guck, hier süß, da ist Emma mit Skipper. Es ist nur ein bisschen doof eigentlich für mich, dass ich die hier schon sehe, weil... In diesem Let's Play haben wir die ja noch nicht kennengelernt. Das seht ihr ja erst alles noch hier. Das heißt, diejenigen, die Star Stable gar nicht kennen, die dürften jetzt wahrscheinlich relativ verwundert sein. Es ist ein bisschen doof, dass das nicht irgendwie zeitmäßig geschiftet ist. Das heißt, dass ich wirklich nur die sehe, die ich eigentlich auch wirklich schon kennengelernt habe in diesem Let's Play. Wow, Tiffany, was für eine große Kartoffel. Jahaha. Was für ein Fang, Tiffany. Diese Kartoffel wird perfekt sein. Dann lass mal sehen. Diese Kartoffel muss gebacken werden, aber wir brauchen zusätzlich noch andere Zutaten, wenn die Kartoffel perfekt werden soll. Silverglade-Kräuter und traditionell hergestellte Butter fehlen noch. Fange mit dem Sammeln einiger Silverglade-Kräuter an. Die findest du an der Birke am Stall. Das ist so schön hier. Ich mag die Farm von Mali sowieso total gerne. Ja, wir pflücken mal Rosen, die kommen da rein. Nee, das Gelbe da war das. Wie gut, dass ihr hier das Unkraut in Anführungsstrichen einfach mitwuchern lässt. So. Diese Kräuter sehen perfekt aus. Danke. So, jetzt brauchen wir nur noch Butter und können dann die perfekte Ofenkartoffel nach traditioneller Art machen. Du kannst die Butter holen, sagst du? Super. Reite zur Post in Silverglade und sprich mit Derek. Er hat ein Paket mit ganz frischer Butter für mich. Die müsste dann aber eigentlich gekühlt angekommen sein, ansonsten ist doch die Butter zerlaufen. Also, wenn man Butter zu lange außerhalb des Kühlschranks stehen lässt, dann wird die so weich. Das ist dann auch nicht mehr so toll. Okay, die kommt sowieso auf die Ofenkartoffel drauf, dann zerläuft die sowieso, aber, ne? Wir wollen ja jetzt erstmal frische Butter. Ordentliche Butter. Hallo Tiffany, bist du hier, um etwas abzuholen oder zu verschicken? Ich hätte gerne die Butter. Willkommen zurück, Tiffany. Wie ist es dir ergangen? Ja klar, ich habe ein Paket für Marley. Hier, bitteschön. Grüß ihn ganz lieb von mir. Gerne. Da, 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 sehr gerne. Nee, voll gerne war das ja. And all I can say is... Wie war es nochmal? Da, 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 you're welcome. Da, 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 da. Ich liebe diesen Film. Moana ist ein ganz, ganz toller Film. Nee, Vaiana heißt er ja heißt er ja, hier in Europa heißt er, glaube ich, überall Vaiana und in USA heißt er eigentlich Moana, ne? Der heißt übrigens deswegen hier so, weil hier, glaube ich, in Italien oder was, trägt, glaube ich, ein Pornostar den Namen Moana und deswegen durfte das hier nicht so genannt werden. Fun Fact am Rande, ich meine, das wäre so gewesen. Perfekt, Tiffany, das ist die beste Butter, die man finden kann. Nein, nicht die Wunder, sondern... Ah, hier, warte mal, ich muss einmal absitzen, so... Ich parke mal mein Pferd ein bisschen an der Seite, ansonsten backe ich noch den Po mit. Das wollen wir nicht. So, du bist also bereit, eine perfekte Ofenkartoffel nach traditioneller Art zu machen? Meine Familie ist schon seit Generationen im Besitz des Rezeptes. Und jetzt ist es deine Aufgabe zu erlernen, wie das geht.
Du sagst, dass das ein Kinderspiel werden wird? Das sieht einfacher aus, als es in Wirklichkeit ist, Tiffany. Folge in jedem Fall ganz genau meinen Anweisungen, damit alles glatt läuft. Let's go! Let's go! It's me, Mario. So. Sieht aus wie so ein kleiner Kinderherd, ne? Vor allen Dingen, ja, der steht hier einfach so. Wir haben hier keine Steckdose und nichts. So, die Riesenkartoffel kommt in den Ofen rein. Kräuter aus der Box holen. Kräuter und Butter vermischen. Oh, mein Pferd steht im Weg. Und jetzt würzen. So. Wuhu, Tiffany, das riecht unfassbar gut. Lass mich deine Ofenkartoffel mal probieren. Nom, nom, nom. Oh, ich war etwas zu schnell. Jiha, das war eine der besten Ofenkartoffeln, die ich je gegessen habe. Das bringt alte Erinnerungen aus meiner Kindheit zurück. Meine Großmutter hat, als ich noch ein Knirps war, immer Kartoffeln wie diese gemacht. Und die haben genauso geschmeckt wie deine Ofenkartoffel. Fantastisch. Alright, Tiffany. Jetzt weißt du, wie man sich um die Kartoffeln kümmert, die es durch den Winter geschafft haben. Es fehlt nur noch ein Schritt zur Vervollständigung unserer Kartoffeltradition. Das Einpflanzen neuer Kartoffeln. Reite zu Elfi und lass dir von ihr die Regeln zum Einpflanzen der Kartoffeln erklären. Wenn du Schnelligkeit magst, wirst du das hier wahrscheinlich lieben. Wir haben das gewöhnliche Kartoffelanpflanzen etwas verfeinert und es den Festlichkeiten angepasst. Schnapp dir die Kartoffeln hier neben mir, bevor du losreitest. Viel Glück, Tiffany. Okay, wo? Wo denn? Wo liegen die Kartoffeln denn? Ich habe schon wieder vergessen. Wo liegen die denn? Ach, da! Ich finde immer noch nicht, dass das aussieht wie Kartoffeln. Das hat mir so ein bisschen was von Steckrüben oder so. Alter Schwede! Ja, hier eine sehr kartoffelige Tradition. Wie das aussieht! So, hier, ich würde gerne ein schönes Bild machen. Mal hier ein schönes Bild hin. Mit schönem Licht. Ja, es könnte schöner sein. So ist doch ganz gut. Vielleicht ein bisschen heller. So passt das schon. So. Und jetzt müssen wir das da hinten hinbringen. So. Da steht Elfi, bereit für die Kartoffeltradition. Sei nicht schüchtern, komm her und nimm an den Festlichkeiten teil. Bist du für das... Wortgulasch! Bist du für das jährliche Kartoffelanbaurennen hier? Hallo Fremde, ich heiße Elfi und helfe hier auf Marleys Farm überall ein wenig aus. Ich gehe sicher, dass es den Pferden gut geht und dass die Farm immer sauber und aufgeräumt ist. Du warst bei Marley, sagst du? Gut, dann weißt du ja, wie wichtig Traditionen und das Feiern vom Ende der eisigen Tage für uns sind. Wir haben den ganzen Winter darauf gewartet, dass wir die Erde wieder nutzen können. Ich bin jedes Jahr richtig aufgeregt, wenn wir unsere Kartoffelparty endlich feiern können. Die Frühlingszeit ist eine schöne Zeit. Wuhu! Wir haben einen Wettbewerb erstellt, bei dem es um das Anpflanzen von Kartoffeln geht, um das Ende des Frostes zu feiern. Du möchtest also gerne an diesem Wettbewerb teilnehmen? Wir machen erst eine kleine Testrunde, damit du auch weißt, was was ist. Du musst praktisch auf dem Kartoffelfeld an den markierten Stellen so viele Kartoffeln anpflanzen wie möglich. Dann also zu mir zur Ziellinie zurück und derjenige, der schneller ist, hat gewonnen. Es gibt eine Menge an Prestige für den Gewinner des Rennens zu gewinnen. Mach dein Pferd startklar und reite so schnell wie der Wind.
Oh, es gibt eine Schleife dieses Jahr. Ich finde das Rennen so mega. Hier so ein Billard hätte ich auch total gerne in anderen Rennen mal. So ein Jagdspringen wäre eigentlich auch mal geil in SSO. Kennt ihr Jagdspringen? Das gucke ich mir immer so gerne an beim CHIO. So, hier ist noch ein grüner Punkt. Den habe ich, eine grüne Stelle, den habe ich ein bisschen... Ich bin ein bisschen unpraktisch geritten, aber whatever. Ich finde das Rennen klasse. Ich mag das. Buhu, gut geritten. Du wirst ein echter Gegner für die anderen Teilnehmer sein. Geh hier neben mir zur Tafel und schreibe dich und deine Freunde für das Rennen ein. Viel Glück, Tiffany. Ich glaube an dich. Und das ist die Schleife. Ach, die ist ja cool. Warte mal, die hat... Ich könnte sie auch für 25 Schillinge verkaufen, aber das tue ich natürlich nicht. Die ist richtig hübsch. Warte mal. Die ist schön, die gefällt mir. Wäre jetzt noch schön, wenn hier so eine kleine angedeutete Kartoffel drauf wäre. Kann ich das auch alleine machen? So, jetzt sagt ihr nochmal alles das, was wir vorher gesagt haben. Oh, dann kriegen wir eine... Wow, Potatoes! Und wir können die für 1000 Schillinge verkaufen. Und es bringt 160 Pferdeerfahrung. Ja, das ist ja krass. Kann ich das auch jeden Tag machen? Kriege ich dann jeden Tag 1000 Schillinge? Das wäre ja richtig krass. Ich glaube, egal wie ich reite, ich kriege nie die perfekte Runde hin. Weil mir immer irgendwo an irgendeiner Stelle irgendwas außen vor bleibt. So, diesmal muss ich hier hinten hin. So, Kartoffeln sind gesetzt. Und zurück zum Ziel. Dann bekommt Spotty nochmal 160 Erfahrungspunkte. Und ich habe die Kartoffel, die ich für 1000 Schillinge verkaufen kann. Das ist echt krass. Wenn man die jeden Tag bekommt, das wäre Wahnsinn. Ich weiß aber nicht. Ich glaube, das ging nicht. Ich bin mir aber unsicher. Okay, ihr Lieben, ich würde mich aber an dieser Stelle für heute von euch verabschieden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und am Wandern, am Sonntag geht es dann weiter mit einer weiteren Folge Star Stable Online. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch wieder mit dabei sein würdet. Und ich würde mich natürlich ebenso über einen Kommentar und ein Like freuen, wenn euch die Folge gefallen hat. Also dann macht's gut und bis dahin. Tschüss! Thank you.